Oh mein Gott, liebe Leute. Oh mein Gott. Ich bin gerade das erste Mal alleine. Ich war alleine weg einkaufen und ich habe mich komplett verfahren. Und es war so geil. Das ist schon dunkel geworden darüber. Und ich bin die ganze Zeit mit meinem kleinen Moped. Du, du. Ich glaube, ich bin über die ganze Insel. Und es war so geil. Am Anfang war ich so ultra wackelig, so. Und dann bin ich erstmal tanken gefahren, weil die Tankanzeige ist nämlich kaputt. Und deshalb muss man immer so nach Gefühl tanken gehen. Und es war so toll. Es war so toll. Und dann hatte ich total Angst, dass ich liegen bleibe und so. Und übrigens hier tanken. Also du fährst so hin und dann kommt direkt so ein Typ und der nimmt dir direkt den Schlüssel aus der Hand und macht alles und dann kannst du weiterfahren. Das ist voll der Service. Und dann war ich in der Stadt. Ich musste ohne die kleine Mühe fahren, weil ich war noch zu unsicher. Ja, dann war ich einkaufen. Ich habe mir so viel Zeug gekauft, dass ich dachte, oh mein Gott, das ist eigentlich viel krasser als mit der Mühe einkaufen zu fahren, weil ich hatte dann auf einmal drei riesengroße Säcke Sachen und musste dann total rangieren und habe erstmal versucht loszufahren, hatte gar keinen Platz, wo ich meine Füße hinstellen konnte. Und die Stadt ist halt so 7 Kilometer weg und es hat halt echt gedauert, bis ich da angekommen bin, weil ich mega langsam fahre und es so voll die Serpentinen sind. Das ist die Mühe, die will rein. Und es gibt eine Hundeklappe und die rafft sie einfach nicht. Mein Schatz, ich komme dich gleich holen. Und, wo war ich? Und dann bin ich so ganz, und dann, genau, da hatte ich diese ganzen Tüten und dann wollte ich los und dachte, es geht nicht. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch einen ganz kleinen Kofferraum habe. Also da, wo der Helm immer unterm Sitz drin ist. Und dann habe ich da noch ein paar Sachen reingemacht. Ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich zeige euch einfach, was ich alles gekauft habe, weil ich bin mega glücklich. Und es war so toll. Ich habe eine Gurke. Sie ist sehr dunkel. Und ich habe sie mir, die ist mega lang und ganz dünn. Und auch ein bisschen wobbly. Ich habe sie mir gekauft, weil ich gestern so einen unfassbar geilen griechischen Salat gegessen habe. Und im griechischen Salat dürfen die Gurken nicht fehlen. Und wie ich euch schon im letzten Video erzählt habe, sind die hier mega special. Es sind mega die specialigen Gurken. Die sind richtig krass, weil die, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, weil die so wabbelig ist. Aber die haben voll den, ich pass mal kurz rein. Habt ihr es gehört? Wird doch mal näher rankommen. Für euch. Weil wenn das keine Gurke ist, dann weiß ich auch nicht. Also die Gurke. Davon habe ich im Übrigen zwei. Und dann, was ich voll süß finde, ist, dass das Gemüse in so Papiertüten. So wie in diesen Pariser Filmen, wo die Frauen immer mit diesen Papiertüten einkaufen gehen. Ja, hallo, ist das nicht die süßeste Aubergine, die ihr je gesehen habt? Ein süßer kleiner Ball, ist das ein kleiner Auberginenball? Und den, davon habe ich drei. Die zeige ich euch jetzt nicht alle, ein bisschen übertrieben, ein bisschen übertrieben. Ich sitze hier, ist schon wieder auf meiner Terrasse. Guck mal, wie süß mein Zimmer aussieht. Es war einfach mein Akku alle. Es war einfach mein Akku alle. Dabei war ich mitten in meinem Food Hall. Und oh mein Gott, das sieht richtig professionell aus. Ich habe einfach meine ganzen Sachen, die ich gekauft habe, hier drauf geklatscht. Und genau, ich habe euch gerade noch diese mega süße Aubergine gezeigt. Dann natürlich Zwiebel für den griechischen Salat. Frühlingszwiebeln, die so irgendwie ein bisschen schroff aussehen. Aber ich glaube, es gehört hier so. Und dann habe ich mir noch diesen mega geilen Salat gekauft. Das war die einzige Sorte. Das ist einfach der Salat, der hier halt wächst. Und dann habe ich mich voll erschrocken, weil ich habe gesagt, ein Salat bitte. Nee, was habe ich gesagt? Fünf Salat bitte. Und dann meint er, hat er mir die eingepackt und es war halt zwei mega riesen Tüten. Und ich so, wow, der ist aber groß. Dann nehme ich, glaube ich, doch nur zwei. Und dann hat er gesagt, ja, der ist mega groß, weil wir hatten ganz, ganz viel Sonne dieses Jahr auf Syros. Und der wächst halt hier direkt um die Ecke. Und dann habe ich gesagt, ja, in Deutschland, wo ich herkomme, da ist der Salat halt so. Also manchmal ist der Eisbergsalat, sind ja nur so kleine Kugeln. Und dann hat er voll gelacht. Und ja, also wie ihr seht, ganz, ganz viel Gemüse. Ich habe so gut wie gar keinen Tomatenmark oder sowas in der Art. Oder also Reis und sowas habe ich auch nicht gekauft. Das esse ich ja kaum. Aber ich habe mir so eine Tomatensauce und ein bisschen Tabasco gekauft. Aber was ultra geil ist, worauf ich mich schon total freue, ist, dass hier so ätherische Öle zum Essen sind, zum Würzen. Also das hier ist zum Beispiel Salbeiöl. Oh mein Gott, das riecht so gut. Ich
gestern schon hinter meine Ohren gemacht. Und genau, und ich habe einfach vor, ganz viel Gemüse mit verschiedenen Kräutern und genau, ein bisschen Tomaten, Mark und sowas zu essen. Genau, ja, was interessiert euch noch? Ich habe mir noch diese hier gekauft. Das waren die, die ich euch schon in dem Video, wo ich ganz viel gegessen habe, habe ich euch die schon gezeigt. Das waren diese Sonnenblumenkerndinger. Und die waren aber, kann man so irgendwie super mal kaufen in so einer Packung. Die sind irgendwie von Maschinen gemacht. Und jetzt war ich aber beim Bäcker und habe die frisch gebackenen gekauft. Und die sind unfassbar lecker. Also es gibt die hier mit verschiedenen Körnern, aber eben auch so einen relativ roten. Und die sind die geilsten. Da sind so Maisflocken oder sowas drauf. Mega gut. Und dann gibt es ja sogar Mandelmilch. Ich bin so glücklich. Ich meine, gerade ist 7 Uhr abends, ist die perfekte Zeit, um den letzten Kaffee des Tages zu trinken. Oh, lecker. Oh, lecker. Und dann habe ich mir noch diesen. Den fand ich besonders geil, weil der hat mich sehr angemacht. Der lag einfach da in der Theke und ich musste ihn haben. Das ist eine kleine Käsekugel. Und ja, ich mache hier ein paar kulinarische Ausnahmen, weil ich glücklich bin und ich mega inspiriert bin und hier in einer anderen Kultur bin und da erstmal irgendwie so ein bisschen gucken will, was man hier so isst und so. Deshalb bin ich jetzt gerade nicht so ganz vegan, sondern gucke hier so ein bisschen, was ist, was man hier halt so zu sich nimmt. Und das fand ich sehr, sehr geil. Also ihr merkt schon, ich bin da nicht missionarisch, nur Fleisch nicht. Genau. Und dann das hier, da freue ich mich sehr drauf. Das ist nämlich ein Auberginenmus, was man hier dippt, aufs Brot isst oder auf Gemüse sich drauf tut. Und das habe ich schon gegessen und probiert. So sieht das aus. Als ich hier in Griechenland gewohnt habe, habe ich es immer aufs Brot gegessen. Und es ist so lecker und es ist vegan und schmeckt ganz mild und ist einfach so ein geiles Kräutermus. Ja, und dann habe ich natürlich noch Tabasco und Feta. 3 Feta-Blöcke habe ich mir gekauft und Spinat ist schon im Gefrierfach und Blätterteig. Ich will mir nämlich so griechische Teile machen. Und es knistert und ihr hört, der Nimmel kommt an. Ein kleiner Totenmensch hat immer, wenn es knistert, kommst du. Ganz manchmal, wenn sie wirklich nicht kommen und ich gehen muss oder sowas, dann knister ich mit einer Tüte und dann kommt sie. Aber das kann ich nicht so oft machen, es funktioniert dann nicht mehr, wenn sie merkt, dass sie gar nichts kriegt. Süß, komm her. Ja, und was habe ich mir noch gekauft? Weinblätter, einfach nur Weinblätter in so einem Glas. Die schmecken ganz, ganz anders als die Weinblätterröllchen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gedacht, es wären Weinblätterröllchen im Glas und habe jetzt gerade eben, als ich eins rausnecken wollte, gemerkt, dass es doch nur die Blätter sind. Bin aber schon gespannt, was ich damit alles anstellen werde. Mein Mausekind. Du bist ja so ein Liebes. Du bist ja so lieb, ja, mein Kleines. Und genau, dann habe ich heute Morgen, das bin ich auch gerade dabei, das wegzupacken, das habe ich aber nicht gekauft, sondern die habe ich hier gepflückt, die Orange vom Orangenbaum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind noch nicht ganz fertig. Ich freue mich aber unfassbar darauf, wenn die ready sind. Ich habe trotzdem mal eine schon mal geschält und gepflückt, um zu testen. Die ist so lecker. Geil. Die schmeckt wie eine Orange eingepackt in den Bezug von einem Center Shock. Kennt ihr noch die Center Shocks, die wir früher mal gegessen haben, wo man so, ist das sauer. Nicht ganz so krass sauer, aber also auf eine geile Art, so wie saure Weingummis, Fruchtgummis von Haribo. Das ist richtig geil. Und was ich heute Morgen auch gepflückt habe, die Granatäpfel, die wachsen hier. Mega geil. Mega, mega, mega toll. Mein Schatz. Oh, so ein kleines. Ja, und ich packe mir mal alles weg. Ich glaube, womit ich als erstes anfangen werde, ist tatsächlich der Salat. Ich glaube, ich mache mir mal als erstes einen Salat. Ich muss den erstmal waschen. Ich bin ganz, ich bin eine Salat-Nichtwascherin. Das ist einfach, wenn ich im Bus lege, da geht so viel Wasser bei drauf, wenn ich den Salat wasche. Und ich hasse es, wenn ich einfach einen knackigen Salat haben will und der erst schmeckt, ist so ganz viel Wasser da dran.
Aber an dem hier ist ganz viel Erde und auf einigen Gemüsen sitzen auch kleine Schneckchen und sowas. Und dann muss ich gleich mal gucken, ob es hier so eine Salatschleuder oder sowas gibt. Genau, mein Mäuschen. Genau, ich wollte euch einfach nur zeigen, was es hier so Tolles gibt und dass ich mich so freue über das Gemüse. Es ist so, guckt euch mal diesen Salat an, es ist so groß und die glänzen. Und wenn die also ich habe die beim Gemüsemarkt gekauft, diese. Und der Mann war so lieb. Und der war so lieb. Und der hat es alles so süß eingepackt. Und dann hat er mir von allem noch eins dazugelegt. Und der war ultra süß. Und das hat einfach so. Ach, ich liebe diese Gemüsemärkte. Und alles liegt da, alles so frisch und so farbenfroh. Und du hast das Gefühl, du bist auf dem Gewürzmarkt irgendwo in Marrakesch. Und dann gibt es noch Gewürze hinten in der Ecke. Und es gibt so einen ganzen Strauch mit Chilischoten und einen ganzen Berg voll Minze und voll Dill. Und irgendwo wohnt ein kleiner Kanarienvogel in einem Laden und das Kind von ihm sitzt unter seinem Schreibtisch und hat sich eine Höhle gebaut. Und das ist einfach so mega, mega, mega schön. Und ich liebe das einfach sehr, da einkaufen zu gehen. Ich freue mich voll. Ja, und ich habe den Einkauf also gut überstanden. Mit dem Moped bin ich gut hier angekommen. Nächstes Mal versuche ich auch noch die kleine Mühe mitzunehmen. Die Frau, von der ich euch noch erzählen muss. Sie hat gesagt, das ist gar kein Problem. Sie nimmt wohl auch immer ihren Hund mit. Der sitzt dann einfach zwischen ihren Beinen. Aber das wollte ich heute einfach nicht machen, weil ich noch ganz, ganz unsicher war am Anfang. Aber jetzt, ehrlich gesagt, bin ich die kleine Motorradbraut geworden. Ich bin eine kleine Mopedbraut jetzt. Ich düse hier so durch die Gegend und fühle mich richtig wohl. Ich fühle mich richtig wohl. Und kennt ihr das Zitat von Pippi Langstrumpf? Ich habe es noch nie getan, also denke ich, dass ich es kann. Ich liebe das über alles. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie damit cool fahren kann. Ich fühle mich mega, mega cool damit. Macht einen Riesenspaß. Riesen, riesen, riesen Spaß. Ein Riesenspaß, mein Schatz. Und dich nehme ich nächstes Mal mit. Dann wirst du bei mir sein. Dann kannst du dir auch mit dem Fahrtwind durch die Nase blasen lassen, mein Kleines. Du bist so ein liebes Mäuschen. So ein liebes Kleines. Also, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich euch ja, zeige, was ich mir hier alles gegönnt habe. Es war übrigens überhaupt gar nicht teuer. All das Gemüse hat 7 Euro gekostet, alles zusammen. Und ich habe hier noch mehr liegen. Ich habe hier noch ganz viele Tomaten, die liegen da irgendwo drunter. Und Rosenkohl und Blumenkohl. Und genau. Ja, ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr habt auch leckeres Essen. Ich hoffe, euer Kühlschrank ist nicht ganz leer. Und ich hoffe, ihr könnt euch auch in Deutschland oder in anderen Ländern an großen, tollen, glänzenden Gemüse mit Tau und frische Tropfen drauf erfreuen. Ich hoffe es, ich wünsche es euch. Und ich schicke euch ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe. Bis bald.